Schauen wir uns mal ein paar Raumkonzepte in der Geografie an. Ein Raumkonzept, das Sie sicherlich schon kennengelernt haben, ist ein Containerraum. Bei so einem Containerraum, da betrachten wir einen Raumausschnitt quasi wie durch eine Aquariumscheibe hindurch und wir sehen ihn vor allem als ein Ergebnis von natürlichen und anthropogenen Prozessen. Und wenn wir so einen Raum beschreiben, dann denken wir oft in Layern. Ein Layer für die Geologie, darüber ein Layer für den Boden, darüber ein Layer für die Vegetation. Natürlich auch ein Layer für anthropogene Oberflächen, vielleicht noch ein Layer fürs Klima. Wir können Räume aber auch als die Summe von Teilräumen begreifen. Wir können unterschiedliche Lagebeziehungen zwischen diesen Räumen in den Vordergrund stellen, wie das zum Beispiel bei der Theorie der zentralen Orte der Fall ist, wo wir zum Beispiel Mittelzentren haben, die für das Umland gewisse Versorgungsfunktionen vornehmen und deshalb in einer Lagebeziehung zu diesem Umland stehen. Raum kann aber auch etwas sehr subjektiv Konstruiertes sein. Sie alle wird mit ihrer Kindheit eine ganz bestimmte Erinnerung an ihr Elternhaus, an ihren Wohnort verbinden und sie verbinden deshalb etwas mit diesem Raum, das so gar nicht physisch in diesem Raum oft vorhanden ist. Und das, was Sie selbst individuell machen können, das kann natürlich auch eine Gesellschaft machen. Das können mehrere Menschen zusammen machen. Sie können sich zusammen einen Raum konstruieren und damit diesem Raum eine besondere Bedeutung zuschreiben. Schauen wir uns solche sozial konstruierten Räume noch einmal etwas genauer an, hier am Beispiel eines Raummodells von Lefebvre. Er unterscheidet zunächst mal eine gesellschaftliche Ebene und eine individuelle Ebene. Und dann gibt es drei Praxen des Raumes, drei Dimensionen. Die erste Dimension heißt räumliche Praxis. Hier geht es um das menschliche Handeln im Raum. Es geht also darum, wie wir den Raum wahrnehmen, welche Objekte wir in diesen Raum bauen, wie wir uns im Raum bewegen, wie wir im Raum handeln. Wenn Sie beispielsweise von zu Hause zur Mensa gehen, dann bewegen Sie sich im Raum, dann handeln Sie in diesem Raum. Die zweite Dimension ist die Repräsentation des Raums. Also eine Beschreibung des Raums, zum Beispiel durch Pläne, durch Konzepte, durch Bilder, durch Darstellungen, durch Karten und so weiter, mit denen wir einen Raum konzipieren, mit denen wir einen Raum für uns erfassbar machen. In diese Dimension der Repräsentation des Raums fallen auch wissenschaftliche Definitionen. Ein Raum kann für uns zum Beispiel eine Schichtstufe sein. Das wäre so eine Repräsentation eines wissenschaftlichen Konzepts im Raum. Und als drittes gibt es dann noch die Dimension der Repräsentationen. Das sind jetzt in den Raum hinein konstruierte Erfahrungen. Räume werden symbolisch belegt. Da kommt wieder das Beispiel mit Ihrem Wohnort, mit Ihrem Elternhaus hinein, indem Sie also in einen Raum etwas außerhalb dieses Raums selbst hinein interpretieren, wird dieser Raum zur Repräsentanz von zum Beispiel einer Erinnerung von Ihnen. Eine Erinnerung, die mit ihrer individuellen Biografie verbunden ist. Wie wir jetzt Räume abbilden, hängt letztendlich weniger von dem Raum ab, den wir gerade betrachten, sondern vielmehr von unserer Fragestellung. Die steht hier im Zentrum. Die Fragestellung ist der Ausgangspunkt unserer räumlichen Abbildung, unserer räumlichen Modellierung. Und mit Modellierung und welche Rolle dort die Fragestellung spielt, werden wir uns in einem anderen Video beschäftigen.